Er lebt in der freien Natur, frisst am liebsten Insekten und hält einen Winterschlaf. Der Igel. Ein Säugetier mit rund 7000 kleinen Stacheln. Der ehrenamtliche Verein Netzwerk Igel aus Wuppertal hat es sich zur Aufgabe gemacht, verletzte, ausgehungerte und ausgesetzte Tiere zu pflegen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Die Insekten sind zurückgegangen, andere Pflanzen, seine Nahrung ist nicht mehr da, es werden immer mehr Straßen gebaut. Und weil es dem Igel in unserer Umwelt immer schlechter geht, hat es mich dazu bewegt, dann hier so eine Station aufzubauen, mit mehreren Leuten dann im größeren Stil das zu machen. Täglich kümmert sich das fürsorgliche Team aus Ehrenamtlichen um die kleinen Patienten. Jeden Morgen werden die Tiere genauestens untersucht. Schon bei kleinen Veränderungen des Gesundheitszustandes wissen die Helfer, was zu tun ist und können die Igel individuell behandeln. Bekommt die Igelstation Elberfeld einen neuen Patienten, wird er zunächst von Kopf bis Fuß unter die Lupe genommen. Wenn der Igel dann auf dem Tisch ist bei uns, sieht eine Untersuchung so aus. Erst guckt man das Männchen-Weibchen, dann wird der Bauch untersucht, die Krallen werden angeguckt, die Augen, Ohren, er wird gewogen und dann wissen wir schon, um was es geht. Sind die Igel wieder gesund und stark? Liegt Monika Thomas und ihrem Team nur eines am Herzen. Am meisten freue ich mich, wenn der Igel wieder in seinen Lebensraum gehen kann. Das ist sein natürliches Bedürfnis und da freue ich mich, wenn er dann gesund da wieder hingeht.